Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Semtex Wookie und ja, ich zeige euch den Erfolgblick Ops 3. Na, wie heißt der Scheiß? Jetzt machen wir ernst. Das ist Gold in einer Trainingssimulator. Ja, Trainingssimulator befindet sich im Unterschlupf. Ihr setzt euch, da ist so hier so Stühle, setzt euch hin, Trainingssimulator, da setzt ihr euch rein und ihr fangt an mit Runde 1. Ja, könnt euch ein Klassenedit erstellen, was ihr alles dabei haben wollt. Und ja, das geht dann von Runde zu Runde, werden es mehr Gegner, härtere Gegner, alle Varianten von ASP über Roboter, über alles. Das Killen der Gegner bringt Punkte. Bonuspunkte gibt es für die Zeit, wie lange ihr braucht. Für die Fuzzis hier zum Killen. Und ja, dann macht ihr von einer Runde zur anderen Runde bis Runde 16 und ihr müsst maximal am Ende von der Runde 16 müsst ihr mindestens 27.500 Punkte haben. Und dann gibt es eine goldene Trophäe und die gibt dann den Erfolg. Wobei es egal ist, wenn ihr sterbt, müsst ihr es nochmal machen. Aber das heißt, solltet ihr in Runde 12 oder 10 schon 27.500 Punkte haben, dann habt ihr den Erfolg auf jeden Fall. Aber das ist abhängig von der Schwierigkeitsstufe. Sprich, ich habe es gemacht auf Soldat, ist die zweite. Und dann gibt es ein bisschen mehr Punkte, aber ihr müsst halt die vollen 16 Runden spielen. Macht ihr die Schwierigkeitsstufe höher und ihr habt dann, wie gesagt, die 27.000 Punkte vorher, dann und ihr solltet vorher sterben, dann habt ihr den Erfolg auch so. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, noch einen schönen Abend und viel Spaß. Schönen Abend, kann man das überhaupt sagen? Ja, Quatsch, scheißegal. Viel Spaß beim Zocken, haut rein, ciao, euer Wookie.